Warte. Sieht man was? Ja, ich muss mal so. Ja, richtige dicke Dinger. Dicke. Nochmal in die Defi-Phase. Ich habe früher gesagt, die Arme müssen aussehen, die Zeber schon weg. Eine Rolle dick und durstig. Das ist echt dick. Du hast aber auch immer Vergleiche, ne? Eine Rolle dick und durstig. Wie ist da hin? So, ich suche jetzt hier 10 Kilo Scheiben, die ich dazwischen böllern kann. Böllern. Für die älteren Zuschauer von euch, Lars Riegel. Kennt ihr noch? Lars Riegel, der Diskussion. Werf mal. Halt, was wiegt denn so eine Scheibe? Die wiegt doch keine 10 Kilo. Nee, mehr. Na, hau mal ab, man, du Diskus überwächst. Mach doch mal, nimm doch 20 Kilo Scheibe und werf mal in die Wand. Ich finde das auch. Hab ich doch. Guck mal, was passiert ist. Ich hab die an der Wand getroffen, schau mal. Hier, aus Versehen. Und danach ist das weggeräumt, ne? Danach habe ich erstmal die 20er geräumt. Danach wurde ich weggeräumt. Okay. Ich gehe gar nicht ganz runter. Nein, gehen wir nicht. Ist gut zu anstrengend. Ja. Das ist gut zu anstrengend. Das ist der Grund, warum wir nicht runtergehen. So, wie viel haben wir drauf zum Aufwärmen? Ach, das ist die Spielefalle. Okay, das jetzt hier, das ist 90 Kilo. Marmor, ja, sein. Willst du runter? Nee. Hätte ich dir auch dran. Mach mal hier Hose hoch gleich. Warte. Hose runter kostet extra. Wieso trainieren wir? Richtig? Das ist das neue Training. Das hast du echt geschickt angestellt. Ich habe auch jetzt noch eine Hand. Das heißt heutzutage Bodybutler. Bodybutler. Das heißt, du trainierst praktisch für den anderen. Genau. Und der ergötzt sich. Du musst nachher nicht hinstellen. Alter, ich tue jetzt schon die Beine weh. Ich mach's genau richtig. Ja. Jetzt geh mal so nicht, dass das heißt, ich stecke meinen Kopf hier irgendwo rein. So. Mach ruhig langsamer, dann geht's mehr in den Muskel. Und nochmal 30 Stück zum Aufwärmen. Mach ruhig langsamer. Das war doch nett. Nee, ich fand's nicht nett, weil ich kannte die alle gar nicht. Das sind... Escher. Ja. Das liegt nur daran, weil wir sind ja Oldschool und er ist gerade frisch aus dem Ei. Calimero. Guck mal, er hat sogar auf der Schulter noch Eierschale. Er ist ganz frisch. Aber ich hab so ein Bizep, ich kann Calimero. Er ist das Küken im Bodybuilding. Du kennst du Calimero eigentlich noch? Wenn du den kennst, müssen wir auch Heiko Kalbach. Das war mal geil. Mach jetzt hin, ne? Der Mann, der zum Fitbook gegangen ist und mal 20 Riegel gegessen hat. 24 Riegel in meinem Shop. Echt? 24 Multipower. Ach, das ist hintereinander. Ich und weiß sag dann, jetzt hier erstmal was essen, ich hab Hunger. Ja. Das ist kein Witz. Der hat doch so einen Spitznamen. Der war nicht hier im Fitbook und nicht im Shop gegangen ist. 100 Kilo auf der Langhantel hingelegt, hat mich noch bei 50 Wiederholungen einen Krampf im Hals gekriegt, hat das Ding wieder weggeschmissen beim Handrücken. Jetzt sehe ich erstmal was essen. Der verdammte Krampf. Und dann hat er einen Krampf im Hals gekriegt und gesagt, ich scheiße jetzt wieder auf. Jetzt schon schlecht. Jetzt ist hier schlecht? Boah. Trink doch mal was. Du, guck mal, wie wenig du getrunken hast. Na ja, halb voll ist noch. Du hast doch mal einen Schatz. So. Was? Der wird dir auch nicht drinnen lassen. Das ist alles drin lassen. Ich kopf immer auf. Ich höre, was er erzählt. Hat das einer gehört? Nein. Ist dir schlecht? Dann ist dir nicht mehr schlecht, dann ist dir kurz übel. Eigentlich sagt man, nein, danke, mir ist schon schlecht. Aber dann ist der Bürgerkreis nicht so. Das Schleim ist das wird abgeschnitten. Rausgeschnitten. Das mache ich nur für dein Channel. Für mich lass ich das raus, ey. Wie so ein bisschen tiefer? Das ist echt schlimm. Schlimmer geht nicht mehr. Das habe ich noch nie gehört, ey. Hallo, ordentlich. Dann mach ich auf Stopp. Das ist Erpressung, ne? Das ist Impressum. Das ist. Das steht Impressum, dass du das. Emotionale psychologische Erpressung. Das ist Impressum. Das steht Impressum. Wie schön sauber. Machen wir gleich voll das Ding. Letztes Mal hatten wir 160. Ich würde sogar ein bisschen mehr machen wollen. Heute bin ich so. Genau, wie jetzt hängt. Er schreit ja nicht. Das war ein Spruch, ne? Gut. Wie viel Gewicht machen wir heute? Ganz Turm, voll machen das Ding. Ganze Turm. Leute denken dazu nach, lieber rauf da. Ja. Nehmen wir auch die. Haben wir zu wenig 20 Kilo Scheiben? Herr Mühle, ja. Mach doch die 20 Kilo Scheiben drauf. Ja, die kann ich erst mal 3 Stunden lang.
übrigens, gestern war... Komm näher ran, dann hört man dich besser. Gestern waren Teile der Geschäftsführung wohl hier. Und die haben nochmal darauf hingewiesen, dass bald umgebaut wird. Morgen. Echt? Morgen. Ja. Was, wann ist denn bald? Dieses Jahr. Wie schon lange? Wie viel sind das? 17. 17. Oh, 17 mal 15 sind 170. Und davon die Hälfte sind 85, sind 255. 20er sind 275. Na, wie letztes Mal? Nee, letztes Mal hatten wir 160. Oder? Nee, damit nicht zum Aufwärmen hatten wir 160. Sonst zum Trainieren hatten wir 280. Ja, dann meine ich einer rauf, dann sind wir jetzt bei 300. Ja, die musst du nur ab und zu gucken, was das vielleicht ist. Ja, das ist ein Wunderfeld. Das ist schade, das müsste so, die Stange müsste so angewinkelt sein, weil sonst kappern einen die Gewichte irgendwann mal runter, ne? Ich bin ja auf deiner Seite. Nehme ich sonst nur mit dir, geht das gar nicht. Ich finde die Übung geil. Wie viel hast du gemacht? 300 Kilo? 20 Mal, machst du auch. Du bist ja viel stärker als ich. Du bist wirklich viel stärker als ich. Genau, oben, Pause da. 3. Boah, ist geil, das Gefühl. 4. 5. 6. 7. 8. Füße ein bisschen tiefer setzen. Ja. 9. Perfekt. 10. Superklasse. 11. 12. 13. Denk dann aus, nur noch 7. 14. 15. Nur noch 5. Nur noch 4. Mach mich langsamer. 3. Ja, merkst du, ne? Dann kommt er, ne? 2, du bist zu stark. 1 noch. Und 5 extra, weil dein Winkel kürzer ist als meiner. Ja, du bist ja, das ist wirklich. Vielen Dank, ey. Ja, sehr gerne. Dankeschön. 4 noch. Die brauchst du auch, damit du was merkst. 3 noch. 2 noch. Ja, ich wollte nur das hier. Dann bin ich von los. 1 noch. Gut, dick was drauf. Wirklich? Ja. Gut. 25 mal 300. Ich mach noch welche. Echt? Ja.
War nicht, der war schwer, aber ich hab ein bisschen noch Luft nach oben. Sieben Stück. Sieben Stück noch. Ich würde noch entscheiden. Wie wolltest du machen? Fünf? Machen wir sieben. Die Pause war noch da. Sieben Stück. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Dann kommt der. Zwei. Langsamer. Ja, und ein noch. Ultra langsam runter. Ja. Und ultra langsam hoch. Super, das waren die sieben. Das reicht, glaub mir. Ist ja gut. Das waren 25 bis 7, 32. Stark. Hätte ich vorhin aufgehört, hätte ich mich nicht wohl gefühlt. Ja, ja, das ist viel schlimmer in der Umkleide zu sitzen, denn da die Scheiße die Leute echt sparen können, als wenn man sagt, okay, mir ist ein bisschen schwindelig. Dann weiß man, man. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber die Beine sind so dicht, ey. Die Beine sind auch dick bei dir, du hast echt kräftige Oberschenkel. Oh. Ich baue mal kurz ab.